Moin Leute, hier ist wieder euer Michael. Es geht weiter mit U96 und zwar kümmern wir uns heute um die Batteriezellen. Also nicht um diese Batteriezellen, sondern um die ordentlichen, die dann halt unten reinkommen bei dem an dem U-Boot. So, und zwar haben wir hier erstmal ein paar Teile und hier haben wir die ganzen Batteriezellen. Sieht man hier auch schon ganz schwer zu sehen, dass man hier die einzelnen Zellen, die da drin sind, also um die jetzt zu zählen, wie vervoltet sind, ist mir das ein bisschen zu viel. Aber hier haben wir das alle. Mit ein paar Kleinteile noch dazu. Was auch immer das sind. Ach, Munitionskisten sind auch dazu. Das heißt also 25, die Teile hier, das sind Batteriezellen hier. Und das sind hier Munitionskisten. So wie ich das sehe, genau. Brauchen wir noch was dazu? Nee. Das wäre dann alles im Grunde genommen. Gut, dann haben wir hier die Munitionsinstallationsschiene, nennt sich das hier. Und wir brauchen jetzt als allererstes das Teil mit dem Teil. Genau. Richtig, genau. Die beiden Teile brauchen wir jetzt erstmal. Mal ein bisschen Sekundenkleber noch aufarbeiten. Ich brauche mal einen neuen Zahnstocher, der ist hier schon so abgearbeitet. So, dann machen wir jetzt hier erstmal zusammen. Und dann kommt das Teil, gehe ich mal davon aus, genau, das müsste das sein, richtig, das ist das Doppelte, kommt hier zusammen. Ja, das funktioniert nicht ganz, also müssen wir das ein bisschen anders machen. Und zwar nämlich hier. Na. So, dann ein bisschen drücken. Und dann müsste das auch schon funktionieren. Genau. Und das ist das erste Teil, was jetzt hier hinkommt. Ist das richtig? So müsste das hinkommen. Andere Seite wahrscheinlich. Guck mal jetzt mal so. Stimmt, so kommt das hin. Ah, auf der Seite hier, damit die Schnurzel, die nämlich oben sind, dann kommt das so hin. Genau. Beinahe verkehrt rum gemacht. Das wäre natürlich nicht so gut gewesen. Genau. So. Damit das hier nämlich dann abschließt, die ganze Geschichte. So. Haben wir drauf. Jetzt brauchen wir das Teil hier und 25,3 ist das hier, kommt dann nämlich so mit ran, genau. Dann hier positioniert und dann kommt das Ganze hier auf die Seite mit ran. Genau. Einmal Passprobe sozusagen. Ganze wieder aufsetzen hier. So, das haben wir auch. Jetzt kommt die nächste Wand, die kommt hier mit dran. Da kommt gar nichts weiter zwischen. So.
gucken, dass wir hier oben den richtigen Abstand haben, damit wir das nächste Bauteil damit aufsetzen können. So, dann brauchen wir 26 AB, gibt es da also. Das ist A, das ist B. 25,6 kommt jetzt hier mit drauf. Das ist die erste Batterie. Hier mit drauf, ein bisschen drücken, dann kommt 25,7, genau, das ist die nächste Batterie, aber eigentlich müssen es doch noch mehr sein, wa? Also ich denke mal, da müssten wesentlich mehr Batterien drauf sein, also würde ich mal davon ausgehen. Weiß jemand, könnte mal in die Kommentare schreiben, wie viele Batterien die haben, das wäre mal eine Runde interessant. So. Dann kommt, das ist der 4er und das ist der 3er. Der 3er kommt jetzt als nächstes hier. Als nächstes. So. Und der 4er als letzte drauf. Als letztes. So. Und dann sind wir mit der Ausgabe schon auch schon wieder fertig. So, dann haben wir hier Munitionskisten mit Batterie. Ah, das sind die ganzen anderen Batterien hier, sehe ich jetzt gerade, weil das jetzt hier so komisch aussah jetzt eben, aber das sind die ganzen anderen Batterien. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Batterien. Ja, müssen wir mal gucken, ob das ausreicht zum Tauchen und zum Fahren. Zum Schleichen, Schleichfahrt da was, ne? Wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, dann sind wir mit der Batterie und den Munitionskisten auch fertig. Dann war das mal eine kurze Ausgabe gegenüber der anderen Ausgaben, die wir ja vorher hatten schon. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Schaut bei meinen anderen Projekten mit bei und bis zum nächsten Mal. Sag tschüss, euer Micha.